Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge und es geht wieder weiter. Ja, wir machen hier wieder fleißig Gülle aufs Feld und dann, ja, ich war eben leider 10 Minuten AFK. Hab vergessen auf Pause zu drücken. Ich hoffe, das ist nicht so dramatisch. Das Einzige, was dadurch sich verändert hat, dass der Kollege hier schon fast durch ist. So, ich werde hier, weil wir sind zwar hier, haben hier zwar schon quasi eben eine angefangene Linie, aber ich fahre hier trotzdem mal schon mal so rauf. Dann fahren wir, nehmen wir die Meter schon mal mit. Und dann sollten wir das Fitzelchen oben dann noch schaffen dazu. Und dann sollten wir hier eigentlich auch noch den Rest fertig kriegen mit der Ladung. Und dann haben wir das Feld hier durch. Und dann kann das schon mal schön wachsen. So, da fehlt nämlich der kleine Rest. Macht aber nichts. Das nehmen wir einfach eben ganz kurz mit. So. Perfekt. Und dann geht's hier quasi die Bahn nochmal runter. So, und der kommt er uns noch einmal entgegen. Hat da Probleme beim Wenden scheinbar gehabt. Macht aber nichts. Wir fahren gleich schön an dem vorbei und der nimmt dann hier noch den letzten Streifen hoffentlich gleich mit. Ja, da ist die Hütte nämlich ein bisschen zu nah dran, ne? Die eine ist jetzt aber nicht so dramatisch. So. Gut, so, dann steigen wir mal eben um und helfen dem Kollegen hier mal. So. Und dann können wir eigentlich eben schon mal wieder auffüllen. Ja, den Miststreuer, den benutzen wir gleich auch noch, aber wir wollen ja hier der Reihe nach, oder wir können es auch so machen, dass wir es erstmal auffüllen. Ja, und in der Zeit nutzen wir ganz kurz den Miststreuer und so weiter und so fort. So, weil der Misthaufen ist ja voll. Dann holen wir uns mal eben ganz kurz. Genau, da war ich jetzt schon zu weit. Ach, Mensch. So. Und nicht nervös werden, Leute. Das mit dem Curseplay und dem hier zur Biogasanlage fahren, das stelle ich schon noch ein. Also wenn es diese Folge nicht reicht, dann machen wir das in der nächsten Folge, weil das eilt ja jetzt mal gar nicht. Müssen wir mal ein bisschen Piano machen hier. Sondern ich wollte denn hier schon... Oh Gott. Oh, dass der immer so schwammig fährt hier. Ich wollte nämlich das denn auch wirklich so machen, dass das ja immer relativ nah beisammen ist. Dass wenn man das eine Feld dann fertig geerntet hat, damit dass das andere dann auch schon tippitoppi ist. Und damit dann nicht großartig Zeitschwankungen ist. Sonst muss man dann immer eine Folge zwischen den Feldern warten, wenn das zu lange dauert. Deswegen mache ich das denn jetzt schon mal. Und wenn das dann alles schön am Wachsen ist, dann geht das wieder weiter.
So, muss ich mal kurz gucken. So. So. So, wir können hier theoretisch... Ah, wobei, dann müssen wir den gleich überholen. Ist auch doof. So. Den hier können wir mal eben abhängen. Güllewagen ist ja voll. Ah, scheiße. Mist! Das habe ich jetzt nicht bedacht. Da muss man natürlich dann immer ein bisschen aufpassen. Ups. Ah, das geht wunderbar. So, dann wollen wir den nämlich abhängen. So. Aber mir gefällt der Traktor, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen. Gefällt mir. Schöner Deutz, schön stark. Auch ein bisschen mehr Platz lassen können, ne? Naja. Geht schon. So, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wie viel Platz hier drauf ist. Aber das war ja auch begrenzt. So, ich guck mal eben. Oh, ist ja schon fast voll dann. Na gut, immer 1,5 Schaufeln. So. Okay, müssen wir noch ein zweites Mal ranfahren. So. Ja, es reicht. So. Voll. So, ja, das dauert länger natürlich, als wenn wir das normal düngen würden mit der Spritze, aber es ist natürlich biologischer. Na gut, es macht natürlich keinen Unterschied. Das Spiel interessiert es nicht, ob wir hier jetzt biologisch arbeiten oder nicht. Das ist scheißegal, aber dann werden wir hier so also ein bisschen Roleplay, gehört ja auch dazu, und dann werden wir hier auch so ein bisschen unseren Mist los und dann passt das alles. So. Dann mal los. Ja, muss ja auch mich erstmal so ein bisschen, was die Breite angeht, da gucken, dass das alles passt. So, ach, wir können auch einen Helfer einstellen. Ja, wunderbar. Dann können wir nämlich mal eben ganz kurz... Dann können wir nämlich mal eben ganz kurz ihn hier holen. Eieiei. So. Und auf geht's. M-
Mensch, sogar bei abgeschrägten Feldern kriegt er das hin. Jetzt bin ich ja mal echt begeistert. Meine Herren, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. So, wie wäre es mit Anstellen? Aha. Naja, okay, ich nehme es wieder zurück. Ah, es passt schon, ne? Geht schon. Ah, das wird sowieso nicht reichen. Schade, oder? Nein. Oh, es hat tatsächlich... Boah, Wahnsinn. Auf den Meter genau hat es gereicht. Ich bin begeistert. Super. So, dann geht's mal wieder zurück. So. Und dann geht's weiter. Ja, wir kommen immer nur so zur Hälfte, ne? Da muss ich immer wieder nochmal neu ansetzen. So, ja. Ja, sehr schön. So, ein bisschen was geht aber noch. Aber nicht so gut, nur 40%. So, das heißt, wir müssen jetzt nochmal ordentlich wieder schön neu. Ja, 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 ja. Ja, passt. Und dann hinab. So, das heißt, beim nächsten Mal kriegen wir dann auf Anhieb also die 15.000 und dann noch 20.000. Also da kriegen wir den dann mit zwei Schaufeln voll. Und so arbeiten wir uns dann voran. Ja, und seid mir nicht böse, dass wir jetzt mal erstmal hier die Felder fertig machen, aber ich habe euch die Gründe ja genannt. Dass wir hier... Oh Mann, neues Dorf wird doch nichts. Nein, das wird... Oh, scheiße. So, müssen wir direkt so und dann so und dann geht's auch. Ja, ich mach den eben nochmal leer und dann geht's in der nächsten Folge dann wieder weiter. Ja, und wenn wir denn hier mit dem Düngen fertig sind und das alles dann ausgesät ist, dann machen wir das mit dem Curseplay weiter. Oh, 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 oh. Alter, das ist auch... Das hat ganz schön Gewicht hier, dieser Miststreuer, meine Herren. So, mal gucken. Oh, der braucht ja noch ein bisschen. Hat der da aufgehört? Nö. Aha, nee, passt alles. Der ist nur ein bisschen langsamer, ein bisschen gemächlicher. Gut, dann würde ich sagen, Helfer, der kann das nämlich besser als wir. Genauer. Und
Ja, dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter, Leute. Ich sage danke fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüssi.